Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chaos Koop mit mir, dem Johannes, und wie immer dabei ist natürlich Max. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt endlich, wir haben es tatsächlich nicht geschafft, das hier hinzukriegen. Und ja, gut. Nee, also wir haben es nicht hingekriegt, hier halt eine Sitzung Ich werde aufzubauen, übrigens weil richtig Max hassen. zu blöd ist. Ja, Max war weg, er hat nicht geübt. Ich habe auch geübt, nicht zu viel, aber ich habe geübt. Und ich denke Ich habe auch ein mal. bisschen geübt, aber ich hab das Spiel, seit ich wieder da bin, eine Woche abseits war ich. Und ja, seitdem habe ich 5 Minuten gespielt. Also wahrscheinlich werde ich hier komplett verscheißen. Aber naja, kennen wir ja. Ist ja Chaos-Kopf, da muss ja ein bisschen Chaos mit drin sein, ne? Ich glaube, Stimmt. vor mir fährst du, weil ich sehe vor mir so ein Luftgequinsel. Das sehe ich genau vor mir auch. Warum ist das? Ja, weil Bug. Und Oder auch diese. eventuell sehen wir diese Folge meine Sicht. Ja, dann können wir nämlich schon jetzt Wahrscheinlich sehen, ähnlich, aber. wie ich verkacke. Doch, 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 das wird klappen. Wenn du meinst. Boah, ich hab eine richtige Scheißrunde hingelegt und jetzt kommt hier noch die Schikane mit den Wall of Champions. Da werde ich wahrscheinlich auch noch mal reinfahren. Ne, Ja, oh, super genommen. ich bin sogar reingefahren, aber zum Glück bloß leicht. Ja, ich hab die super genommen. 1,15. Kommt 2 Sekunden vor 1,15, mir neun, ins zwei, Ziel. sechs habe ich. Achter Platz. Ja, 14. Hä, du hast eine 1,15? Ich habe eine 1,15, neun. Was hast du denn für Nein, eine nein, 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 1,15? nein, 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 nein. Lewis Hamilton hatte eine 1,50. Ich habe eine 1,16. Ich dachte, du meintest dich selber. Ich dachte schon, du bist besser als ich, aber gut, das kann natürlich nicht sein. Aber ich bin Einfach bloß besser. 4 fucking Tausend hinter Bottas. What the fuck? Ich bin besser als beide Toro Rossos, beide Männer, beide Sauber und beide Renault. Also, das soll ja schon mal was heißen, ne? Sauber. Gut, dann können wir loslegen. So. Strategie. Ein Stopp. Ja, ein Stop. Fährst du Soft Super, Was ist fährst du hier? Soft Ultra Soft oder Ultra Soft Soft? Ich fahre Ultra Soft Soft wegen Top 10 und so, aber ist der Soft der verpflichtende Reifen? Naja, so, scheiße. Oder Ja, ich finde es super soft normalerweise, ich aber ich fahr glaube in Soft Kanada ist Ultra es der Soft halt. Soft. Was fährst du? Ultra Soft Soft oder Soft Ultra Soft oder Ich sag, Super Soft? ich fahr Soft Ultra Soft. Ich fahre also Ultra Soft und Soft. Ich würde gerne Ultra Soft und Super Soft fahren, aber es geht nicht. Weil der verflechte Reifen Soft ist. Was scheiße ist. Ja gut, also es Komm, ich bleibt nehme wieder wenig. trocken, auch relativ wenig Sprit mit, aber gibt's noch irgendwas zu sagen? Nichts, das mir einfallen würde. Wenn dann fällt uns das bestimmt noch in der Folge ein. Ja gut, dann So, ich weiß gar nicht, los. wie viele Runden wir hier fahren. Ja, mal gucken. Der 17, glaube ich. 20. 18. Und ein guter Start von Massa hinter mir. Hülkenberg Der hat kommt einen aber nicht schlechten rein. Start, genauso wie Alonso, und da ist für mich vielleicht. Oh, ich habe Angst, dass mir gleich jemand von der Kanäle ins Heck gerauscht, aber alles ist noch gut. Ich bin neben Bottas in der ersten Kurve, zweiten Kurve und ich bin gedreht worden. Ah, scheiße. So gut, zum Glück nimmst du mit auf, weil ich bin jetzt letzter und habe mich gedreht. Ja, mein Weil ich im Frontflügel ist schon zweiten im Gang stehen Arsch. kann. Der Mann ist auch im Arsch. Ich habe mich gedreht und bin in die Wand. Ja, ich hab's Das wird gesehen. no downforce. Wie mach ich das? Meinst du, ich krieg's hin, Oh, hier 18 Runden noch mit Super Räken. Soft zu fahren? NASA und Renault haben sich abgeschossen. Karma und NASA haben sich abgeschossen. Auch nice. NASA kann seine Strategie mal aufwerfen. Wenn ich jetzt auf Soft gehe, komme ich durch? Ich hoffe doch.
Ja, soll ich auf Supersoft gehen jetzt? Nee, geh soft. Ja, ich kann Weil ja nicht soft auf ist einfach Soft. Ich richtig hart. fahr ja jetzt schon auf Soft. Ach so, du fährst schon soft, dann geh auf super Ja. soft. Dann geh unbedingt auf super soft. Und versuch die bis zum Ende durchzukriegen. Wenn nicht, dann Boxenstopp. musst du zum Ende nochmal auf ultra soft. Ich denke mal, es sollte klappen mit. Ich muss jetzt nämlich auch in die Box. Es sollte aber klappen mit uns beiden. Ich kann jetzt sofort auf soft gehen. Die haben ja auch schon 10% nach einer Runde teamkollege Box. Das ist in Ordnung. Alter, Witzka, ey, richtig. Oh Mann, ja, Punkte sind drin, ey. Herzlichen Glückwunsch. Stimmt, das hat sie ja am Anfang gesagt. Ach nee. Na, eventuell können wir noch reinfahren. Wir haben jetzt den einen Stop schon weg, haben jetzt ein bisschen freies Feld erstmal. So, die Boxenkuh schon wieder bereit für mich? Ja. Nein, noch nicht. Ja. So, sie fangen jetzt erst an. Und es glitscht alles ein bisschen, mein Reifen hing gerade im positiven Stance-Winkel. 11,3, easy. 30,2 insgesamt in der Box. Läuft bei mir. Und bei Haas. Oh So. Mann, ey. Ich muss unbedingt mir abgewöhnen, weniger Benzin mitzunehmen. Ich habe mi minus 0,7 Runden und ich dachte mir so, ja, wenn du vorne mitfährst, kannst du ein bisschen Sprit sparen, aber ich bin wieder ganz hinten drin. Ich hab plus 0,4. Wir müssen was ab. Können wir transferieren? Nein. Wollte ich auch nicht machen. Warum denn das nicht? Ach so, ja, danke. Ja. Ich würde es auch nicht machen, glaube ich, weil mir wäre mein Benzin zu wertvoll. Weil das Sinn macht. Ich denke schon so ein bisschen. So, wenn ich das richtig sehe, bist du 19. Ne? Ja, es ist korrekt. Ich bin 21. Und Nasser hinter mir, der ist in die Box gegangen, der ist jetzt auf Ultrasoften unterwegs, was eigentlich wenig Sinn macht. Habe jetzt in einer Runde schon 3% Reifenabnutzung. Was hast du für Reifensofte? Ne, Supersofte waren bei dir, ne? Super soft, ja. Ja, ich habe 1% nach einer Runde. Also jetzt knapp, wahrscheinlich fast schon 2, aber. Im Moment noch ein. Aber mittlerweile habe ich mich schon ans Fahren gewöhnt. Mittlerweile komme ich wieder gut mit dem Auto klar. In der Qualifying-Runde war das alles sehr schwammig für mich. Ja, komm, halt's Maul, du bist trotzdem besser gefahren und ich habe mehr geübt als du. Ja, ist ja gut. Okay. Ja, das war echt so. Mann. Ich habe einen besseren Anspruch. Ich hole mit sauber täglich Punkte. Gut, wenn ich nicht gerade ausschalte oder irgendeinen Scheißbach. Ich wurde, glaube ich, ein bisschen auf Parma auch, habe ich darauf geachtet, so richtig. Ja, wann kommen die ersten rein? Vierte, fünfte, vielleicht sechste? Ich denke mal, ja, so 5 Runden. Ich weiß gar nicht, wann ich rein sollte, ursprünglich, aber ich glaube ungefähr so. Ich könnte hinkommen mit den angefahrenen Ultras. Oh, ey, ich fahr schon wieder der letzte Ochse, ne? So, auf jeden Fall auf. Ach nee, Magnussen ist das von mir. Ich dachte, Parma war in die. Ach, wohl, Parma ist nicht in die Box gefahren. Also, es ist Magnussen. Ups, auf jeden Fall ein Renault. Ja, Magnussen ist zwischen uns. Naja, ich dachte es eben noch, dass Parma ist, weil der vorher vor mir war, aber der ist nicht in die Box gekommen. Sondern Magnussen eben. Ich würde gerne noch DRS von ihm bekommen, das würde mich sehr freuen. Ja, müsste eigentlich hinkommen. Ich glaube, in der Schikane komme ich eh noch nicht vorbei, also dann wahrscheinlich ja, DRS kommen. Eieiei, das war ein bisschen spät So, hier gebremst. ist Messpunkt. Ich bin genau an seinem Back. Denke ich. So, hier schön Schwung mitnehmen. Und der Renault-Motor gegen unseren Ferrari-Motor hier im Harz. Fahre mir. Sollte eigentlich. Was ist das so? Fahre hinter mir, aber das hat der andere auch nicht verstanden. Fahre hinter mir. Ich habe erstmal Magnussen geteabont. Nice. Zu dem Thema, dass ich auf ihrer Fahrer bin. Bist vorbeigekommen, Entschuldigung. ja.
Ich bin vorbeigekommen, aber ich habe ihn auf der Geraden geteabt und wie auch immer ich es geschafft habe. Da bin ich fast in die Wand geschossen. Aber alles noch gut. Alles heile, alles toll. Das sah halt so richtig dämlich aus, wie einfach so die Typen der Teambohne. Jetzt habe ich nicht verstanden, wie groß der Abstand zwischen dem Fahrer hinter mir ist. Fahrer hinter Ich mir. kann es dir sagen. 8,5. 8,5, ja. Da geht einer in die Box. Die Führenden, das Führerfeld, das ja. Führerfeld ist, kommt in die Box. Rosberg im Moment der Führende. Ich weiß gar nicht, wer auf Porsche und Hamilton, ne? Ja, schon da die schnellste Runde vor. Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. So, wie sieht's mit dem Benzin aus? 0,4 minus. Mach das mal kurz auf Fett. Oh, da hat einer wahrscheinlich einen Frontflügelschaden erlitten, deswegen ist er hier ein bisschen zurückgefallen. Wer war das? Kannst du sehen? Felipe Massa. Felipe Massa! Oh, und er kommt jetzt direkt vor mir raus. Also wirklich da direkt. Kommen die Realitäten wieder aus der Karriere. Boah, ich mag es nicht. Ich bin in den letzten Sektor gefahren. Ich kann anderen Autos nicht hinterherfahren, dann mache ich immer was kaputt. Ich kann es nicht. Ich fahre lieber vor denen. Aber überhole ich ihn nicht egal oder so. Nee. So 8,1 noch, ich habe in einer Runde jetzt 4 Tens aufgeholt auf dich. Ja, ich gebe auch nicht alles. Also ich fahre schon sicherer, als wenn ich als ich im Qualifying fahre. So, die letzte Monaco-Folge war ja sehr witzig, kann man ja mal ansprechen. So, als. Oh, Yellow Flag? Yellow Flag. Mann, Massa ist so ein Otto! Ey! Oh, hoffentlich kriege ich eine Sicht, dann kann ich das mit reinnehmen. Boxenstopp. Hast du Frontflügel schon? Oder? Achso, okay, Boxenstopp. Dann geh auf Super-Soft-Nummer, wenn du noch einen Satz hast, denke ich mal nicht. Ich glaube, ich bin auf Soft oder so. Ich kann es nicht mehr rechtzeitig wechseln. Ja gut, dann fährst du das Soft zu Ende. Das ist auch nicht so schlimm. Nee, ich hatte keine Super Softs mehr. Das war das Problem. Ich bin einmal komplett durch gewesen. Soft? Ja. Man hat auch mehr als einen Satz. Bis jetzt bis ein. Nein, nein. Du bist natürlich. Du bist. Ja, aber ich hatte nur einen Super Soft Satz anscheinend. Du anscheinend. Hast du härter oder softer gewählt? Standard. Hat man da bloß einen Super Soft? Er muss ja. Ja, scheinbar, ne? Okay, gut. Muss ich mir am Anfang nochmal angucken. Ich kann es nachgucken, habe ich aufgenommen. Da sieht man ja am Anfang die Reifensätze. Ja, wow, Rennen ist gelaufen, ey. Ja, ich kämpfe mich gerade nach vorne, aber es ist natürlich schwer hier nach vorne zu kommen, vor allem weil alle anderen ja schon Boxen da wegkommen. Das sieht alle. Also ich glaube ein paar noch nicht, aber. Ja, da kommen jetzt welche rein, aber. Ah, ja, ich sehe schon. Ja, wenn ich nicht letzter werde, dann wäre ich vorletzter. Da kommen sogar ganz schön viele noch rein, fällt mir gerade mal auf. Also das ist auf jeden Fall. Ja, Massa kann mich da echt. Also. Du musst unbedingt mal üben, wenn du mal irgendwie die Zeit hast, immer zwischendurch, das Fahren hinter Autos musst du mal üben, dass man da nicht, dass man da aufpassen muss. Ich weiß jetzt nicht, wie der Unfall passiert ist, kannst du mir mal schildern. Ja, ich bin in der Haarnadel, hat er früher gebremst und ich habe halt später gebremst, bin dann rechts an ihm vorbei in der Haarnadel und beim Ausfahren, also beim Wiederbeschleunigen quasi, ich bin zwar noch in der Kurve, aber beim Wiederbeschleunigen hat er mich dann in die Wand gedrückt. Na, das musst du halt dann noch üben, nenn ich mal, dass man halt in der Haarnadel zu überholen ist halt. Ja, was soll ich denn? Natürlich, ja, aber. Halt, wenn du KI-Fahrer vor dir hast, musst du halt dir merken, dass du auch immer sehr früh bremst, weil. Ja, klar. Ja, logischerweise. Aber ja gut, ich habe zu spät gebremst. Also für mich wäre es gegangen, aber die KI bremst halt früher und dann. Naja.
Ja, das musst du eben machen, dass wenn du eine KI genau vor dir hast, dass du eben sehr früh bremst, dass du ja nicht voll hinten drauf, dass du eben so Ich extrem bin Kraft nicht hast, hinten drauf dann gefahren. bremst Also da du. ist, Ja, ich hab zu weiß, aber spät dass du dann gebremst, aber eben. dann war es halt, ja, gut, was es ist KI, was willst du machen? Ja, es ist halt so. Ich hole übrigens gerade noch Wasser auf. Ich bin jetzt fast hinten dran. Ja, hau den raus, den Spasten, Alter. Nur den Ingame-Spaß. Oh, Yellow Flag? Ich glaube, das war's nur. Lebst du noch oder bist du ausgeschieden? Ne, ich glaube, du lebst noch. Ja, du lebst noch. Alles noch heilen? Ne, oder? Also, was hast du noch? Hallo? Bestätigt. Was hast du getan? Ich habe zwei rote Frontflügel. Ja, Schikane Ja, warum? verkackt. Was ist das? Oh Gott. Bist du in die World of Champions raus, oder was? Ja, komplett. Nice. Oh shit, wir sind dezent verbremst. Alter, Downforce ist da nicht. Glaube ich dir. Oh, ich sehe die Teile liegen, weil da wohl auf Champions da lagen gerade ein paar. Oh, Yellow Flag, Eriksen wurde gedreht von der KI. Oh, hier ist Action drin, du. Danke für den Platz auf jeden Fall. Ja, vielleicht habe ich doch noch mal eine Chance. Hat er was Ich habe jetzt verloren? nicht gesehen, ob er irgendeinen Schaden habe ich hatte. Ich glaube, er hat sich einfach bloß gedreht. Aber eventuell habe Aber da ich ist jemand die an der Scheibe Box geschmückt. gerade. Gut, ich muss jetzt Stimmt. auch, aber. Ach ja, stimmt, du hattest ja einen. Ja, stimmt. So ein Kollege in der Box. Schon wieder. Zum dritten Mal schon. Schon 18 Hast du noch Runden einen und ich gehe Spray? dreimal ran. Hast du noch einen Softsatz oder Nee, ich muss jetzt auf Ultra Gearsatz? Soft. Ja, die will ich schon. Ich habe jetzt genau dasselbe Szenario wie du, dass ich in der Hanade bin und genau hinter der Masse bin. 0,3 Zentimeter. Jetzt habe ich die Ach, Eisenscheine. jetzt werde ich überrundet. Na geil, dann habe ich doch noch ein bisschen Action, Alter. Wenn du Pech hast, komm ich sogar noch nicht ran, aber das war schwer. Ich musste schon noch einmal weghauen, ohne die Farbe. Ich komme an der Gerade nicht vorbei an Wasser. Und da bin ich fast, habe ich bekannt schon wieder mal auf Champions gemacht. So, dezente Dive Bomb, aber DRS-Überschuss, du musst sein. Aber ich bin nicht vorbeigekommen an Wasser. Jetzt genau hinter ihm hinterher in die Schikane, das wird auch lustig. Vor allem, weil ich hier einen besseren Exit bekomme und dann natürlich nicht vorbei kann, weil hier fucking enge Kurven sind. Ricardo ist auf 3 und auf der 2 ist ein Mercedes. Also auf der 1 und 2 ist ein wahrscheinlich dann ein Mercedes. Ja. So, wieder eine Handnadel. Da vorne ist schon richtig Verkehr. Also ich könnte noch einen Punkt bekommen, wenn ich hier Glück habe. Als Winzling hat er Session aufgegeben. Was hat er getan? Er hat bestimmt irgendwen rausgekegelt oder hat versucht. Nein. Ich? Was? Ich war schneller als Ricardo auf der Geraden mit DRS. Und dann, ja, wollte ich ihn überholen, aber dann bin ich irgendwie in seinen Reifen reingefahren und dann, ja, kam eins zum Oh, anderen. nice. So, ich komme jetzt hier an Massa vorbei auf der Fahrzeug gerade. Ja, Also, wirklich Lewis fast. Hamilton führt, dann auf der 2 Rosberg, Ricardo, Verstappen, Raikkonen, Hülkenberg, Alonso, Sainz, Vettel auf der 9. Surprisingly. Dann Jenson Button, Valtteri Bottas, dann Kvyat, Sergio Perez und dann kommt schon Max. Ich habe gerade Massa geholt, das hast du eigentlich die mit angucken können, aber es war zu spät. Kannst du Ja. ein bisschen hier mein Battle mit verfolgen? Ich habe übrigens auch noch Benzin minus 0,1 Runde. Fährst die ganze Zeit auf Mager oder? Nee, auf Standard, aber es geht trotzdem runter. Also ich habe jetzt Oh. 0,09, also es geht immer ein bisschen runter, wenn man in die Naja. Kurve reinfährt. Also es geht eigentlich. Auf den Geraden fahr ich schon auf Fett, egal was das Benzin sagt.
So, kein DRS jetzt hier. Ich weiß nicht, ob Masse bekommt, drin zu sein. Warte. Ja. Das sind welche an der Box, wie es aussieht. Da gehen gerade welche an die Box. Anscheinend mit zwei Schritten unterwegs, warum auch immer. Und Perez jetzt gegen Button, das kannst du da vorne mal mitverfolgen, was da noch rauskommt. Okay, mit Perez vorbei und Button, da kommt nicht viel raus. War abgekürzt von dir, ne? Nö, ich habe keine Strafe bekommen zumindest. Oder zumindest keine Verwarnung. Ich weiß, aber sah ein bisschen aus. Boah, Max geht hier ans Limit. Aufs Gras gefahren nehmen. Ja, beim Anbremsen war nicht so nice. Ah, Button schon auf der 10, also Punkte sind auf jeden Fall drin. Ist gar nicht mal so weit weg jetzt. Du bist auch von der 8 gestartet. Gestartet. Ja. Los, Dive Bomb in der Haarnadel. Oh, war es knapp. Ja, dezent, weil ich habe wirklich nicht mitgerechnet, dass er so scheiße früh bremst. Ja, bin ich einfach bloß noch volle Kanne in die Eisen gestiegen, ey. So jetzt Honda Motor kommen. Geh kaputt, los! Do something. Komm, der hätte aber auch eine Dive Bomb machen können. Bin ich egal, hätte mich über. Ja, ich hätte es gemacht. Das glaube ich dir, das ist nämlich dein Fehler. Dass du sowas machst. Das ist nicht hilfreich. So, Platz 9. Ich hoffe, man kriegt die Soften durch, aber ja, doch, das müsste ich haben. Rasen. Oh, Massa jetzt gefährlich nah dran. Massa war auch schon verfolgt von Nico Hülkenberg. Ich sehe zwei Pfeile hinter mir, das ist nicht gut. Wieso bin ich auf Mara? Ich wollte nicht auf Mara gehen. Ups. Massa jetzt vielleicht vorbei? Nein, noch nicht. Aber wird jetzt was. Also 100%ig DRS bekommen und dann aber er ist nach der Einladung relativ schlecht weggekommen, also jetzt ein bisschen weit weg. Aber die Gerade ist nicht lang genug. Und auf der Schikane gar nicht gut rausgekommen. Max war deutlich besser und dann. Ja, kommt noch nicht vorbei, ne? Nee. Da vorne ist Bottas. Gegen den habe ich ja hier in der ersten Runde in der zweiten Kurve das Ganze verloren. Punkte sind drin.
Ja gut, wärst du vielleicht noch mal in die Box gegangen, dann wäre es vielleicht noch was gewesen, aber... Was hast du denn für einen Nee, Schaden? glaube Was ich hat's? nicht. Ja, hinten habe ich einen Platten und ich habe vorne zugeschaut. Ja, jetzt, aber ganz am Anfang. Vorne glaube ich nur. Der war orange. Weil Dennis hätte es ja locker schaffen können. War ja nur noch Ja, aber zwei nicht die Runden. Punkte. Hätte doch nicht in die Box gemusst. Ups, ich Eriksen habe ist Eriksen voll raus. rausgehauen. Ach, scheiß Peres, ey. Der sieht, dass ich da nach außen nur beziehungsweise innen in den Rechtsknick fahre und denkt sich so, ja, da will ich aber auch hin, tschüss. Und wir haben schon wieder den Bug mit den zwei Runden, beziehungsweise mit den Rundenabstand. Ist nice. Ja, also die Punkte von der Fahrerrangliste sind eingeblendet und die von der Konstrukteursliste auch. Wir sind von Williams Racing überholt worden. Ja, macht Sinn. Also, wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.